Hallo und herzlich willkommen bei uns in Offenhausen. Es gibt ja manche Tage, manche Stunden und auch manche Momente, in denen bleiben uns die Worte weg. Da wissen wir nicht so richtig, was wir sagen sollen und wissen auch nicht wirklich, wie wir das, was wir erleben, irgendwie in Worte fassen sollen. Da hilft es, sich an Worte auch zu klammern, die schon sehr alt sind und trotzdem immer noch aktuell. Am letzten Sonntag haben wir Hirtensonntag gefeiert und der Wochenspruch, der begleitet uns ja durch diese ganze Woche, dass Jesus Christus sagt: Ich bin der gute Hirte. Dieser gute Hirte, der ist ja auch in einem Gebet, im Psalm 23. Und dieses Gebet ist ein Gebet, das beten Christen schon seit vielen, vielen hundert oder tausend Jahren. Dieses Gebet ist ein Gebet, das man beten kann, wenn man selbst keine Worte findet. Es ist so umfassend, es ist für jede Situation gut denkbar, egal ob es mir gerade gut oder schlecht geht, egal ob ich gerade vielleicht auf der Suche bin nach neuen Wegen oder vielleicht dankbar darüber bin, dass ich meine Wege gefunden habe. Es kann helfen, wenn ich durch finsteres Tal gehe. Es kann aber auch einfach der Dank dafür sein, dass nach einem vielleicht dunklen Tal auch wieder die Sonne scheint und ich einen neuen Überblick habe. Es ist der Dank. Und es ist die Vergewisserung, dass wir bei Gott geborgen sind, in seiner Herde sozusagen. Nicht als dummes Schaf, sondern als für ihn besonders wichtiges Tier. Jeder von uns besonders wichtig. Und weil einmal gebetet, nein, und weil einmal gesungen, zweimal gebetet ist, wie Martin Luther so schön formulierte, singen wir den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Salbst du mit deinem Öl
Sinne, seid gesegnet und bleibt behütet. Das wünschen euch euer Martin und eure Ann-Sophie, euer Pfarrer in Offenhausen.